So, wir sind leider wieder nur ein Duo. Ich hoffe, wir schaffen das. Gucken wir mal. Letztens habe ich ja auch gedacht, wir schaffen es nicht. Dann haben wir es geschafft. Oh ne, in Helion. Wenn es so anfängt, habe ich jetzt schon Zweifel. Schauen wir mal. Oh nee, das ist auch eine Sache, die ich hasse am Helion. Na gut, er hat jetzt schon viele Leben verloren. Zwar eher nicht durch mich, aber... Ja. Ja, nicht durchs Feuer. Oh, voll durchs Feuer. Ich habe wieder mal kein Bild oder keine spezielle Ausrüstung angerüstet, wie immer eigentlich. Ah. Deswegen will ich ja auch den Endgame-Bild machen. Den benutze ich dann immer und muss nicht irgendwie gucken, ob ich mich speziell ausrüsten muss. Ja, ah, voll getroffen. Ja, super. Ich hasse den Helion. Kein Monster wie das. Das meine ich jetzt ernst. Weil sie denkt, ja, das sagt ihr eh bei jedem Monster. Oder besser gesagt, habe ich es überhaupt schon mal gesagt? Ich glaube nicht, aber den Helion hasse ich. Naja gut, wenigstens kommt er am Anfang. Dann kommt er später hoffentlich nochmal. Und der muss doch mal drauf gehen. Rundenrang S. Sprinten kostet keine Ausdauer und baut eine Schattenladung auf. Bei voller Aufladung verursacht ein Angriff innerhalb von 3 Sekunden 1000 Schaden. Krass. Sehr nutzvoll. Oh. Ich mag die Schattenlinse eigentlich wegen der Kristalle und so. Was haben wir hier? Ein Shadow Touched Koshai und ein Rockfall Scarn, gehe ich mal davon aus. Kann jetzt durch die Dunkelheit. Ne, ist ein normaler Scarn. Was wollen wir zuerst angreifen? Wäre für Koshai das gefährlicher. Ich glaube, der hat schon den Endgame-Bild. Wo ist denn der Koshai hin? Oh. Ich hasse... Na gut, Shadow Touch Koshai habe ich dann fast nie besiegt, aber ich... Ich hasse diese Fähigkeiten so, ja, mal springen und wieder im Boden versinken. Das hat ja auch der Nysaga, der Shadow Touched. Das Garn ist halt leichter zu outplayen, so. Weil man meistens den seinen Angriff voraussieht. Gut, jetzt das mit den Steinen ist jetzt nicht so voraussehbar, wie das, wenn der sich so lang schmeißt. Komm, der Shadow Touch Koshai hat schon Viertel verloren. Zack. Einer muss einen Anfang machen.
ich muss jetzt mal meine Ulti nehmen, weil ich brauche mal wieder ein paar Leben. Man regeneriert dann halt gut. Ich möchte jetzt noch keinen Trank benutzen. Naja, wenigstens gut getimt, auch wenn ich gehittet wurde. Das Gute ist, ich kann halt jetzt unbegrenzt sprinten. Auch mit Schwert draußen. Ich kann also immer in Bewegung bleiben, ohne dass ich mir Gedanken machen muss. Oh. Schade, ich dachte, er würde vielleicht drauf gehen. Jetzt kommen hier diese komischen Blasen. Gott sei Dank wurde ich bis jetzt nur einmal getroffen. Wo ist denn der hin? Wieder in sein Loch gesprungen, ja. Das erinnert mich ein wenig an den Delfin. Aber Koshai allgemein ist auch der normale, ist nicht wirklich der angenehmste Gegner, wie ich finde. Was ich hier gerade feststellen muss, normalerweise sind ja die Shadow-Touched Monster größer. Aber beim Koshai ist es umgedreht. Musste ich gerade hier feststellen, weil der Shadow-Touched Brask, das ist ja ein Riesenmonster. Ja, der Nysaga, der normale ist auch kleiner als der Shadow-Touched. Ja. Wie viele Shadow-Touched-Monster gibt's? Mir fallen gerade 3 ein. Koshai, Nysaga, Drask. Gibt's noch mehr? Ja, ich finde, es könnten vielleicht ein, zwei Monster noch eine Shadow-Touched-Form vertragen, wie der Gnasher. Und vielleicht auch Quillshot. I don't know. Das klingt gut, Lichtenergie, Energie vom Licht. Ich muss wollte auch schon fast dieses Schatten mit der Schattenbombe da nehmen, das links, das blaue. Aber ich denke mal, Healing ist vielleicht manchmal auch schon besser. Ah, da ist der Shadow-Touched Nysaga sogar. Der ist, glaube ich, ein wenig größer als der normale. Und haut auch ordentlich rein. Ich darf mich jetzt nicht so oft hitten lassen. Och Mann, wieso schlage ich auch immer, wenn der seine Angriffe ausholt. Ja, und jetzt macht er das gleiche. Wie gesagt, zum Glück kann ich in Bewegung bleiben. Ui. Ist das Ding feindlich für uns? Sieht so aus. Boah, der haut aber auch ordentlich rein. Ich bin jetzt an der Stelle, wo ich sage, gut, ich muss mir einen Trank geben. Oh. Oh Gott. Oh, das gibt's doch nicht. Ich kann mir jetzt keine Spritze mehr geben. Sonst habe ich beim Boss keine. Nice, danke. Falls du das Video siehst, Grüße gehen raus.
Wo ist denn der? So, er kommt jetzt wieder. Ah, jetzt habe ich diese Elementarform Licht. Sieht nice aus. So. Komm, jetzt geh doch drauf. Was ist das? Ich muss jetzt echt aufpassen. Oh. Oh, ich liebe es. Lol. Na gut, der hat ja nicht mehr so viele Leben. Ich denke, der schafft es noch. Da hebe ich mir die Spritze für den Boss auf. So. Danke. So schnell mal healen. Was haben wir denn so? Kein Zurück. Jagdvivo. Muss ich nehmen, weil die anderen waren jetzt auch nicht gerade so berauschend. Oh, Shadow Touch Trask und oh, wie hieß denn das Ding gleich? Skivo. Ey, das gibt's doch nicht. Ey, das ist doch nicht mehr feierlich hier. Muss ich halt die scheiß Spritze nehmen. So, man kommt direkt in die Schlacht rein, wird gehittet, dann kommt der Tornado und dann direkt nochmal ein Hit. Ja, moin. Frage ist halt, welches Monster nerviger ist. Der Trask oder die Scrave? Uiuiui. Ich hab Angst. Ja, One hätte mich halt wieder, ey. Ist ja echt nicht mehr feierlich hier. Na, ob das was wird.
So. Drei Tränke noch. Oh oh. So, zack. Nimm das. Stirb. Er ist verwirrt. Und raged. Weil er verwirrt ist. Nee, Spaß. Der Blitz wurde gar nicht gezählt, aber was soll ich? Ey, ich bin aber auch immer One-Hit, ey. Shadow Touch Strask ist jetzt auch auf der Hassliste. Nice. Das hat zwar ein richtig nices Design, aber... Ja. Und das ist nicht mal die letzte Stage. Bin gleich wieder down. Ja, super. Oh, der denkt sich bestimmt auch so, ey. Wie, was ist denn das wieder für einer? Wo ist er? Boah. Ich ziehe den Loot-Rang so runter oder den Rang hier, was es halt gibt. Es tut mir so leid. Ja. So. Jetzt gehst du aber drauf, Schrei. Uiuiui. Die Werfer da hinten nerven. Einmal Hashtag Noob in die Kommentare, falls ihr bisher hierher schaut. Genau, weil das trifft irgendwie gerade auf meine Spielskills zu. Und ja. So. Jetzt brauche ich das Bild noch dringender als je zuvor. Heißes Eis. Rundenrang C. Es tut mir so leid. So, erstmal den ganzen Brunnen hier ausleeren. Oder was es ist, aber ich glaube am Anfang wurde gesagt Brunnen. So. By the way, hier die Arena sieht schon cool aus, aber das zählt ja nichts, wenn man nur platt gemacht wird. Oh, wieder nur solchen Mist, sag ich mal. Na, dann mache ich das mal mit kritischen Treffern. Ein Portal in die Dunkelheit. Lol. Boah, die Arena, die sieht ja richtig krass aus. Okay. Ich dachte, auf dem Bildschirm sieht es aus wie ein Wurm. Aber es ist ein komisches Etwas mit vier Beinen.
Ein Wurmkörper auf vier Beinen mit einem Dämonenkopf oder so. Was echt agil ist, das gefällt mir gar nicht. Aus diesem Grund. Nee, was macht das Monster? Boah, ja, rundete mich. Ich habe mir gerade meinen vorletzten Trank gegeben. Oh, ich hasse schnelle Monster. Deswegen hasse ich auch den Riftstalker. Das Monster klingt genauso, wie es aussieht. Verrückt. Oh, low, low, low. Rein dieses was klingt wie so ein Lachen, ey. So richtig creepy irgendwie. Oder wie soll man sagen, abgespaced. Dann erschafft er immer so ein Portal und greift da mit seinem einen Bein durch. Okay, was macht der? Jo. Oh Gott. Habt ihr gerade gesehen, wie weit er seinen Hund aufmachen kann? Wo ist er hin? Nice. Danke. Also ich hätte schon die Hoffnung für mein Teammate aufgegeben, wenn er so spielen würde wie ich und ich so spielen würde wie er. Da hätte ich, glaube ich, mir so gedacht, jo, der stirbt doch nur permanent, warum soll ich den hier nochmal hochziehen so? Muss aufpassen, ich darf mich nicht treffen lassen. Oh Gott, da kann das gleich wieder Riftstalker. Und er erschafft irgendwelche Felder und hat mich jetzt hier gefangen. Kann ich da rüberspringen oder wird... Oh, wow. Lol. Was war das? Hat er mich durch so ein Portal weggezogen oder was war das? Ja, so klingt es irgendwie. Frag mich, wie das Ding heißt. Also wenn ich es benennen müsste, wahrscheinlich Alien Käferschlange oder so. Weil der Körper von einer Schlange oder einem Wurm, Kopf Alien, Fähigkeiten sowieso Alien und Beine Insekt. Jawohl. Erstmal so drei Baumstammrollen. Wie das sich bewegt, das sieht einfach abgespaced aus. Rennt der oder rollt der? Was macht der? Na, ist wohl zu schnell gerannt oder gerollt, jetzt ist er verwirrt.
Maximale Gefahr ist gleich erreicht. Aber ich glaube, der dürfte auch gleich tot sein. Jetzt ist maximale Gefahr und jetzt kann ich nicht mehr wiederbelebt werden. Aber ich glaube, er hat es auch nicht mehr vor. Und da ist er da. Ohne viel Beitrag von dir. Von mir. Also ich glaube, das Teil werde ich nicht farmen. Das ist ja absolut crazy. Ja, wie gesagt, falls du das sehen. Was? Wo das Böse weilt? Was ist denn das? Gleich mal auschecken. Ja, wie gesagt, falls du das siehst, das war keine Absicht, aber genau. Nur so als Info am Rande. Warte mal, ich glaube, das Ding heißt Frax oder so. Fällt mir jetzt auch wieder so random ein. So spontan am Rande, lol. Ich glaube, dieses, wo das Böse weilt, das ist eine Quest oder so. Ein Gericht, oder? Nee, ist wahrscheinlich ein Item. Schauen wir schnell nochmal, ob meine Vermutung richtig ist oder ob es vielleicht doch ein Gericht ist. Ja. Das ist Frax Schwert, der leeren Fluch. Schnell noch Helm gucken. Ist wahrscheinlich irgendwas anderes, habe ich jetzt ja keine Zeit mehr, das herauszufinden. Ja, wenn es euch trotzdem gefallen hat, trotz dessen ich ja nicht so viel Action meinerseits zeigen konnte, würde ich mich trotzdem freuen, wenn ihr ein Like und ein Abo da lasst, mich weiterempfehlt, die Playlist auscheckt und mal in die Videobeschreibung schaut. Ansonsten schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Haut rein. Ciao.